bin hier groß geworden. Als Kind bin ich natürlich auch immer schon im Wald gewesen, habe mit unserem Förster damals als Kind schon das alles mitverfolgt, fand das natürlich irgendwie als Kind spannend und jetzt ist es plötzlich mein Hauptbeschäftigungsfeld. Mir war die Vorstellung, einfach mit land- und forstwirtschaftlichem Studium hier reinzukommen, muss ich gestehen, hatte ich auch einfach Angst, dass ich dann irgendwann auch gar nicht mehr hier rauskomme. Das ist schon eine große Aufgabe und er muss auch die entsprechende Passion dazu haben, aber die hat er. Da vertraue ich ihm ganz, dass er das wirklich, so lange er es kann, machen kann. In der Mitte ist der Landgraf Philipp, der Großmütige. Lebte zur Zeit Luthers, war mit Luther befreundet und war der erste protestantische Fürst in Deutschland. Hat sehr viele Kriege geführt und den Namen der Großmütige hat er deswegen gehabt, weil er sich nie an seinen Gegnern gerecht hat. Ich bin auch als Kind hier durchs Haus gestiefelt und habe mich dann stundenlang vor dieses Bild gesetzt und mir überlegt, was kann der wohl alles gemacht haben. Es war Silvester 89/90, da haben wir mit Freunden von meinen Eltern und von Freunden von mir hier Silvester gefeiert. Und ein Fopo guckte mich noch irgendwie an und sagte irgendwie so, ja, wo ich denn woher kommen würde. Und dann sagte ich, dass ich aus Herleshausen komme. Und er guckte mich nur so einmal an und fragte mich dann eben so, wohnst du im Schloss? Und habe ich das dann bestätigt. Und dann sagte er so, ja, dann kenne ich dich schon seit klein auf, weil wir von unserem Grenzposten hier auch immer einen guten Blick zu euch im Schlosspark hatten. Am Grenzübergang Herleshausen ist viel passiert, von Gefangenenaustausch über Agentenaustausch, über Familienzusammenführung. Die vielen Probleme, die es immer gab, wenn man hier die Grenze passiert hat, daran wollen wir erinnern. Für mich war es auch einfach wichtig, das zu öffnen. Also auch da so eine Barriere oder so ein Klischee zu unserem Haus irgendwie zu brechen, um einfach zu sagen, wir haben eine Tradition und es ist auch eine alte Familie, aber kommt her, schaut es euch an und nehmt einfach auch teil daran, also soweit das möglich ist, dass sie einfach auch sehen, dass es für sie auch ein Gewinn ist, wenn sie eben auch so ein altes Gemäuer in ihrem Dorf haben.